Djokovic am Ende 0-3, wir gegen Stuttgart 2. Ja, wie fällt dein erstes Fazit zum Spiel aus? Ja, natürlich extrem enttäuschend, vor allem viele Sachen, die wir uns vorgenommen haben, haben wir leider nicht umgesetzt. Meiner Meinung nach war der entscheidende Punkt heute die Zweikämpfe, die wir in der ersten Halbzeit nicht gewonnen haben. Und dann, ja, wenn du mit 2-0 in die Halbzeit gehst, wird es sehr, sehr schwer zurückzukommen. Wir wollten auch nochmal vorne anlaufen, haben es dann in der zweiten Halbzeit viel besser gemacht. Aber genau dann in der halben Drangphase, die wir hatten, haben wir einen Konter bekommen und dann mit dem 3-0 war das Spiel dann ja mehr oder weniger schon beendet. Wie kannst du dir das erklären, dass wir die Sachen nicht umgesetzt haben, die ihr euch vorgenommen habt? Ich glaube, da gibt es jetzt so kurz am Spiel keine Erklärung, das muss natürlich genau im Detail gucken. Ich glaube, der Zugriff auf erster Linie war entscheidend, dass wir Stuttgart da immer wieder ins Spiel reingebracht haben mit einfachen Mitteln, wo wir halt die Zweikämpfe dann nicht gesucht haben und teilweise dann halt zu spät gekommen sind, sodass wir die Zweikämpfe nicht mal führen konnten. Und das war meiner Meinung nach heute der entscheidende Punkt, warum wir dann ins Spiel reingekommen sind. Gibt es trotzdem irgendwas Positives, was wir heute aus dem Tag mitnehmen können? Für mich gerade absolut nichts. Müssen wir uns natürlich auch fürs Wochenende klar verbessern. Ein paar Sachen sofort abstellen, die nicht gehen. Und da müssen wir eine komplett andere Leistung zeigen gegen Fair als heute hier gegen Stuttgart. Heute trotzdem Dienstagabend in Asbach 500 Leute, die aus Ostwestfalen mitgekommen sind, uns hier 90 Minuten lang unterstützt haben. Vielleicht da noch ein Wort von dir. Ja genau, es war natürlich wie ein Heimspiel, natürlich wie 25.000 Zuschauer. Aber es waren ja ganz klar mehr Bielefeld-Fans hier. Deswegen nochmal danke, dass Sie hier gekommen sind. Die Leistung war natürlich nicht gut, trotzdem nochmal einen großen Lob von meiner Seite aus an die Fans.